Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Energetik Vitalis. Mein Name ist Markus und in diesem Video möchte ich dir gerne die balinesische Energieheilkunst Diksha Melukat etwas näher bringen. Nach dem Intro geht es sofort weiter. Ich hatte vor 11 Jahren das Glück, dass ich nach Bali reisen durfte, um dort eine Energieheilkunst zu erlernen, die sich Diksha Melukat nennt. Diese Energieheilkunst ist ca. 5000 Jahre alt, wurde von den indischen Siedlern, die nach Bali kamen, aus dem Himalaya mitgebracht. Und da es in Indonesien so ist, dass größtenteils in ganz Indonesien der Islam vorherrschend ist und nur auf der Insel Bali der Hinduismus wirklich in Form einer Inselkultur sich über viele tausende Jahre erhalten hat. Dadurch ist es so, dass auf Bali die Menschen eine viel tiefere Verbindung zu ihren Ursprüngen haben. Die Menschen zelebrieren täglich Opfergaben in den Tempeln. Sie betreiben einen exzessiven Ahnenkult. Das heißt, die Verstorbenen in der Familie werden jeden Tag mit Räucherstäbchen, mit kleinen Opfergaben, wird denen gedacht und man bezieht die mit in die Gebete und in die Bitten für den Tag ein. Und jeder, der auf Bali ein kleines Geschäft hat oder selbstständig ist in irgendeiner Art und Weise, der stellt morgens ein Opferschälchen mit Opfergaben auf die Türschwelle. Dazu werden Räucherstäbchen angezündet und man bittet die Geister und die geistige Welt einfach darum, um gute Geschäfte, um Glück, um Harmonie. Ja, und das integrieren die Balinesen in ihren Alltag. Und zwar mehrmals täglich. Und das fand ich so faszinierend. Und es ist so, dass auf Bali in jedem kleinen Dorf ein Medizinmann, ein Schamane, ein sogenannter Balian existiert. Das ist jemand, der mit der Naturheilkunde vertraut ist, so wie man hier in Europa oder in der westlichen Welt zu einem Arzt gehen würde. Und dieser Schamane ist quasi auch mit in das soziale Gefüge der Menschen dort eingebunden. Und es ist so, dass dieser Schamane dann auch ein Balian ist. Er kriegt eine Priesterweihe. Er darf das Wasser segnen. Er darf bei den Opferzeremonien in den Tempeln dann sich beteiligen wie ein Priester. Ja, und das ist einfach eine ganz, ganz erstaunliche Kultur, die wir hier in Westeuropa oder in der westlichen Welt einfach nicht kennen. Und dazu praktizieren diese Balianer eine Energieheilkunst, die vergleichbar sein kann mit Reiki und anderen Energieheilkünsten, wo man auch die Hände auflegen kann. Nur, dass die wirklich das mit einer ganz starken religiösen Verbundenheit tun und bei jeder Handlungen, die die Schamanen oder Baliane vollbringen, wirklich werden auch Gebete gesprochen und wird die geistige Welt einbezogen. Man versucht die Ursache der Krankheit zu finden, die Dämonen zu beseitigen, damit wieder Gesundheit in den Körper einziehen kann. Ja, und da gäbe es sehr viel zu erzählen. Jedenfalls, ich hatte das Glück, dass ich diese Energieheilkunst auf Bali erlernen durfte, habe das dann mitgenommen in mein Leben zurück in Europa und jetzt, wo ich seit 6 Jahren auf Teneriffa lebe, erkenne ich immer auch mehr und mehr, dass Teneriffa und Bali auch viele Gemeinsamkeiten haben. Es sind Vulkaninseln und für mich war das gewissermaßen eine Berufung, nach Teneriffa zu gehen, weil ich mich hier so dermaßen zu Hause gefühlt habe und nach Bali auszuwandern, das kam für mich irgendwie gar nicht in Frage. Ja, jedenfalls habe ich diese Energieheilkunst jetzt seit 6 Jahren auch hier praktiziert und habe festgestellt, dass es hier sehr intensiv ist. Die Energie ist stärker. Ich möchte einfach immer noch dazu einladen, dass man sich dafür öffnet, weil es neben der Schulmedizin immer noch weitere Wege gibt. Die Naturheilkunde, es gibt energetische Heilung, wie zum Beispiel auch in dem Film Nosula, unser Heim, wird das ja auch gezeigt, dass diese Heilformen aus der geistigen Welt stammen. Und wieso sollten wir die nicht in unseren Alltag integrieren? Ja, und diese Energieheilkunst Diksha Melukat, die praktiziere ich jetzt seit 11 Jahren, genau, seitdem ich auf Bali gewesen bin. Und ich kann nur sagen, es hat mich und mein Leben sehr bereichert.
Ich habe das auch, wenn ich anderen Menschen diese Energieübertragung gegeben habe, meistens sehr ungewöhnliches Feedback bekommen, dass es die Menschen aufgebaut hat, motiviert hat, dass es zur Heilung beigetragen hat. Und das ist eben genau der Sinn und der Nutzen des Ganzen, dass man sich bewusst macht, dass wir Energiewesen sind, wir Menschen, und wenn wir richtig angeschlossen sind an der Natur, an der Quelle, dann können wir unsere Energie und unsere Lebenskraft über die Hände, auch über Entfernung mit Hilfe von Bildern schicken und anderen Menschen damit etwas Gutes tun. Wir kennen das alle, wenn jemand einen Schicksalsschlag erlitten hat oder jemanden verloren hat, dann ist es einfach wichtig, dass dieser Mensch aufgebaut wird, dass man Mut gemacht bekommt und dass man einfach nicht müde wird, dem Menschen auch zu helfen, wieder das Leben positiv zu sehen. Wer Interesse daran hat und wen das anspricht, dem kann ich gerne eine Energieheilübertragung auch zukommen lassen. Es gibt da auch so Schnuppereinheiten. Man kann alles auch über die Ferne übertragen. Ich brauche dann nur ein Bild von demjenigen, der die Energie bekommen soll oder empfangen soll. Ja, und ich lade euch ein, auch in meinen Kanal etwas tiefer hineinzuschauen. Ich habe sehr viele Playlists erstellt über die Kultur in Bali, über die Heilweise von Balianen und Schamanen. Und ja, es ist in vielerlei Hinsicht eine große Bereicherung. Wenn du weiterhin informiert bleiben möchtest und Gesundheitstipps bekommen möchtest, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Tag, alles Gute und bis zum nächsten Mal.